Yo, was geht? Marvin hier. Wir kommen wieder zur neuen Wochenaufgabe in Forza Horizon 5. So, angekommen in der letzten Winter-Trockensaison bekommt ihr für 20 Belohnungspunkte den Lotus 340R und für 40 Punkte den Huracan STO. Der ist richtig geil, der Wagen. Ich weiß nicht, ob er auch in diesem Spiel geil ist, aber so generell finde ich den total geil. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ich bin ja riesiger Lamborghini-Fan. Ein Traum von mir ist es auf jeden Fall, mal selber am Steuer sitzen zu dürfen und einmal eine Runde in einen Lamborghini fahren. Und wenn es nur für 5 Minuten ist, aber ich träume davon, einmal einen Lamborghini zu fahren. Ich habe schon ein paar Mal drin sitzen dürfen, aber gefahren bin ich noch nie. Aber egal. Zurück zum Video. Wir schauen erstmal, was wir im Forzathon-Shop haben. Und da haben wir im heißen Angebot einmal den Toyota Trueno aus dem Jahr 85. Dann haben wir einen Schneepullover. Dann haben wir Strümpfe. Dann frohes neues Jahr Hupe. Und dann haben wir einmal den Bugatti Divo für 700 Punkte. Voll geil, Alter. Hä? Den muss man aber kaufen. Der ist cool, der Wagen. Habe ich im Besitz? Habt ihr gesehen? Ich kaufe mal die anderen Sachen hier durch. Geschafft. So, Strümpfe. Auch geschafft. Und die Hupe kaufen wir auch einmal. Und das wäre auch geschafft. Die beiden Wheelspins kaufe ich jetzt persönlich nicht. Ich habe zwar genug Punkte, aber ich habe auch genug Wheelspins. Habe ich freigeschaltet in Events, anderen Autos und so weiter. Ihr wisst ja, wie es geht. Wenn ihr genug Punkte habt, verballert das ruhig. Ansonsten spart euch das lieber. So, hier als Geschenk kaufen, für dich kaufen. Ich kaufe mir den mal nochmal. Für 700 Punkte, gib mal her. So, dann gehen wir direkt mal in die erste Aufgabe. So, den Wagen kann man nicht kaufen. Um den Wagen freizuschalten, geht hier einmal nach Hause und geht in den Fuhrpark und gebt unter Hersteller einmal die Marke BMW ein und kauft euch jetzt genügend BMWs, denn der BMW M4 aus dem Jahr 2016 ist eine Belohnung, die ihr bekommt. Ich weiß nicht, was da steht. Ich weiß gerade nicht auswendig tatsächlich, wie viele Autos ihr braucht. Auf jeden Fall müsst ihr ein paar BMWs selber kaufen, damit der irgendwann freigeschaltet wird. Ob ihr 4 braucht, 5 braucht, weiß ich gerade nicht auswendig. Aber ihr braucht ein paar. Das geht halt im Prinzip so. Ihr kauft den nächsten, kauft den nächsten, kauft den nächsten und so weiter. Und wenn ihr genügend gekauft habt, dann wird der freigeschaltet. Ich habe den Wagen da jetzt. Ich kann es leider nicht mehr zeigen, wie es aussieht, wenn man den neu freischaltet. Habt ihr den Wagen freigeschaltet, geht es auch direkt schon zu Kapitel 1. Rennbereit. Besitze und fahre den 2016er BMW M4 GTS, eine auf die Rennstrecke fokussierte Version des BMW M4 Coupé, die weltweit auf nur 700 Exemplare limitiert ist. Also schnapp dir einen, solange es noch geht. Das machen wir doch. So, da gehe ich einmal auf meine Autos, Auto wechseln, gehe einmal hier auf die Marke BMW und suche mir den BMW M4 GTS aus dem Jahr 2016 raus. Bei mir hat er schon eine Polizeifolie, weil ich damit schon gespielt habe, aber ist ja auch egal. Ist ja, habt ihr gesprungen, wie ihr das macht. Dann fahre ich hier einmal los, bis links das X weggeht. Und dann ist die erste Aufgabe abgeschlossen und wir kommen direkt zu Kapitel 2. Auf zu neuen Höhen. Seinerzeit war der 2016er BMW M4 GTS der schnellste Serien-BMW aller Zeiten, der in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigte und eine Spitzengeschwindigkeit von über 300 km/h erreichte. Erhalte 2 Bleifußfähigkeiten, um diese unglaubliche Beschleunigung hautnah zu erleben. Ja komm, dann machen wir das mal. Da gehen wir einmal hier auf die Karte, machen alles aus. Ihr müsst das nicht, aber das mache ich für mich. Ich porte mich jetzt einmal hier zu der Autobahn, warte, auf die Seite. Und dann will ich mal gucken, dass ich hier eine Bleifußfähigkeit erhalte. So. So, jetzt erstmal hier einen schönen Burnout hinlegen. Und los geht's. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt gezählt hat. Doch, da haben wir einmal Bleifuß bekommen. Ich dachte, das zählt nicht, weil ich nicht auf der Straße war. Aber doch, es zählt wohl doch. So, und hier los geht's, los geht's, los geht's. Ein Burnout und dann Bleifuß. So, mal gucken, ob ich ihn jetzt direkt kriege oder ob das... Ah, komm, hat das gereicht? Hat das gereicht? Ja, es hat gereicht. Kapitel 2 ist abgeschlossen. Ihr müsst einen Donut, also einen Burnout, müsst ihr machen und aus dem Burnout raus einfach die ganze Zeit auf Gas bleiben und dann bekommt ihr die Fähigkeit. So, und jetzt sind wir im dritten Kapitel. Worauf wasserst du?
Ein besonderes Merkmal des 2016er BMW M4 GTS ist die Wassereinspritzung für den 3-Liter Twin-Turbo Reihen-6-Zylinder, die eine Leistung von 493 PS und ein Drehmoment von 600 Newtonmeter ermöglicht. Versuche diese Leistung zu bändigen, indem du 3 Sterne in der Ladera Blitzerzone erhältst. Machen wir. Dafür gehen wir einmal auf die Karte, machen die Blitzerzonen an und suchen uns einmal die Ladera Blitzerzone raus. Hier in der Mitte ist das Stadion, hier unten die Autobahn, wo wir gerade gefahren sind. Hier ist das Stadion und hier oben in der Stadt ist an dieser Stelle Ladera Blitzerzone. Wir brauchen 152,9 km/h und wir wollen mal gucken, ob das hier auf Anhieb klappt. Ich porte mich mal. So, und los geht's. Ihr dürft das nicht verwechseln. Geradeaus ist auch eine Blitzerzone. Ihr müsst auf jeden Fall dran vorbeifahren. Ich fahre hier mal ein bisschen vorsichtiger rum. So. Ach, das hätte auch gereicht, von hier aus Anlauf zu nehmen. Aber ja, egal. Vorsichtig hier rum. So, mal gucken, ob wir da gleich ordentlich Geschwindigkeit kriegen. So, hier können wir jetzt ordentlich aufbauen an Geschwindigkeit. Ah, jetzt müssen wir hier schon runter. Aber 153 könnte klappen. 152,71. Mal gucken, ob das gereicht hat. Ich weiß nicht. Es waren ungefähr 153. Gucken, ob das schon gereicht hat. Nee, es hat nicht ganz gereicht. Aber ist nicht schlimm. Dann einmal umdrehen und das Ganze nochmal fahren. Ich guck gleich mal nach, was genau waren an km/h. Es waren auf jeden Fall 100. Dann waren es 152,8. Irgendwie so. Keine Ahnung. So, von der Seite sieht es irgendwie besser aus, ne? Ja. Ja, von der Seite ist es leichter. Fahrt einfach direkt von unten, dann klappt das sofort. Und da ist die Aufgabe abgeschlossen. Und wir kommen direkt zu Kapitel 4. Klappsport. Der 2016 BMW M4 GTS kommt mit einer Fülle von Verbesserungen am Fahrwerk und zur Gewichtsreduzierung und verfügt mit dem optionalen Klappsportpaket über markante Überrollbügel in Acid Orange, gewinne ein Straßensprintrennen, um ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Machen wir ein Straßensprintrennen. Kriegen wir hin. So, dafür gehen wir einmal auf die Karte. Mache ich mal alle Filter aus. Und jetzt suche ich mir ein Sprintrennen. Ein Straßensprintrennen. Ich weiß, was damit gemeint ist. Damit ist eine Straßenrennveranstaltung gemeint. Und zwar ein Sprintrennen. Und das ist zum Beispiel der Lanoras Sprint. So, mit X einmal starten. Natürlich Solo. Originalstrecke nehme ich da. Und dann einmal mit der Schultertaste aufs aktuelle Auto. Und dann kann es auch direkt schon losgehen mit dem Rennen. So, S2. Normalerweise fahre ich immer S1. Den Wagen habe ich diesmal auf S2 getunt. Wegen der Bleifußfähigkeit. Aber das ist überhaupt nicht so wild. So, den kriegen wir auch gut hier durch. Ein bisschen Wall grinden, genau. Gucken, wie lange ich jetzt brauche mit dem hier. Ist halt ein bisschen schneller als S1, ne? Ist nicht schlimm, wenn man dagegen knallt. Hier auch ein bisschen leicht reingebremst, damit ich nicht zu stark da reinknalle. Hier auch. Oh, das ging. Okay, das war okay. Da brauchte ich keinen Wallgrind. Ja, hier brauche ich den auch nicht. Ein bisschen berührt. Das ist aber nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. So, und da unten ist schon das Ziel. Und rein da. Und dann bin ich mal gespannt, ob die Aufgabe abgeschlossen ist. Und sie ist abgeschlossen. Und damit sind wir mit der Wochenaufgabe schon wieder durch. Wenn es gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Schreib einen Kommentar, wenn du Bock hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus, sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.